Alter, ich krieg's Kotzen! Die sollen diese bekackten Geologen zufrieden lassen. Immer rennen die dahin, ey. So eine Scheiße. Hallo und willkommen zurück zum dritten Part der zweiten Asiatenkampagnenmission. Wir haben im letzten Part herausgefunden, dass ich ein Vollidiot bin und aus purer Blödheit den Steinmetz zu Ruhe gesetzt habe. Ich dachte, hier lagen Steine rum, die wollte ich loswerden und ich habe den halt ausgemacht, deswegen damit die verbaut werden. Und dann habe ich verratzt, dass der eben aus war. Und dann ist er eben ausgeblieben und irgendwann ist mir aufgefallen, warum wird denn hier nichts mehr fertig? Und dann gedacht, hast du den nicht ausgestellt? Und ich habe gedacht, ich krieg's Kotzen. Ich habe gedacht, ich kotze auf den Tisch, ich kotze im Strahl. Das gibt's doch nicht. Sowas Blödes. So, ich habe auch letzte Folge versprochen, dass es diese Folge einen Angriff geben wird. Ich habe so grob angepeilt KK 60%. Dann könnte man so langsam gegen Gegner marschieren. Hier sieht man auch schon einen bisschen was. Ich könnte mal scouten. Die sind zwar jetzt nicht sonderlich schnell, die zwei, aber hier runter geht nicht mehr weiter, oder doch? Aber ich laufe jetzt mal hier hinüber und gucke mal, was mir so entgegenkommt. Weil ich ja schon nicht wenige Einheiten habe. Allerdings möchte ich diese Einheiten ja auch erstmal belassen. Also ich brauche ja so oder so eine Verteidigungsstreitmacht, falls der Ägypter irgendwie die Idee kommt, guck mal, da ist ein Tömsche. Das nehme ich, das Tömsche, das ist ein wunderschönes Tömsche. Es ist, ja klar, dass meine Türmchen wunderschön sind und die allerschönsten im ganzen Lande. Und das will natürlich jeder haben, das wunderschöne Tömsche. Warum bauen die Dinger immer so dahin? Na gut, ist doch eigentlich hier. Gut, man sieht es ganz genau, ja, die Türmsche von dem, ja, die sind nicht so schön wie meiner hier. Ja, der ist doch viel hübscher, das sieht man doch. Ich habe die schönsten Türmsche im ganzen Land. Das Allerschlimmste ist, dass ich die immer wieder zwischendurch abreißen muss, damit ich Platz habe. Beziehungsweise ordentliche Verteidigung setzen kann. Eigentlich ist das ein Verbrechen gegen die Menschheit. Alter, was baut denn der für Türme? Der fängt schon wieder an mit diesem Turmscheiß. Warum bauen die so viele Türme, dass die keine Soldaten mehr haben, oder was? Das ist doch nicht, bitte nicht. Hä? Achso, er wird beschossen. Nein! Von wo wurde ich denn beschossen? Also, mir ist eine Sache aufgefallen. Erstmal, dass meine Geologen mir auf den Sack gehen. Das ist aber eine Sache, die mir schon lange aufgefallen ist. Ach komm. Da gemacht. V, Produktion. Achso, das kann ich sehen, ja, klar. Okay, kleiner Hot. Okay, V ist Produktion. Wusste ich auch nicht, war mir auch nicht wichtig. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich bin jetzt sehr, sehr erschüttert, nicht gerührt, dass es so gut wie keine, dass da keine Soldaten reingeraufen sind. Also ich weiß, warum ich den Gegner auskauten sollte, um eben genau so Sachen festzustellen, aber das ist ja, kein Gegner dann. Das ist ja dann einfach nur ein Opfer. Oder eigentlich suche ich ja Gegner, keine Opfer. Aber gut. Was soll ich jetzt machen? Was kann ich machen? Kann ich jetzt sagen, hier, nee, dich greife ich jetzt nicht an, oder? Du bist nicht so neu. Kann ich vielleicht hingehen und dem Hilfe helfen oder so? Sagen, ja, hier, ich sehe, du bist halt schon ziemlich scheiße. Willst du nicht ein bisschen was haben von, keine Ahnung, hier, ich habe Holzrundenmaß. Kannst du ganz ein bisschen was von abhaben? Geht's so was? So Entwicklungshilfe für Gegner? Ich kann ja auch zeigen, wie man schöne Türmsche baut, so wie bei mir. Also, ich weiß ja nicht.
Warum habe ich eigentlich kein Eisenerz? Weil ich bis vor kurzem oder immer noch kein Fleisch habe. Und ich die Zulieferung an die Eisenerzmine beschränkt habe, weil ich eben weniger Eisenerz brauche eigentlich und in der Regel aber auch mehr Minen, also mehrere Eisenerzminen habe. War in dem Fall eine blöde Idee. Aber gut. Deswegen stockt es hier nämlich auch am Eisen. Also. Es gibt natürlich noch das Stein zu Eisenwunder, aber Stein habe ich jetzt gerade auch nicht im Lauf los, deswegen habe ich den hier oben gebaut. Weil ich das nämlich hier machen wollte. Ja, ich muss langsam mal anfangen, meine Truppen zu bewegen. Langsam aber sicher. Ich drücke jetzt gerade noch ein, zwei Mal F12. Einfach mal, um das hier ein bisschen schneller voranzutreiben. Was ist das? Jetzt fehlen die schon immer. Was ich nicht verstehen kann, weil Hämmer bei mir, der Hämmer schon gemacht, weil Hämmer automatisch produziert werden die ganze Zeit. Aber das kann ich jetzt eigentlich auch ausmachen. Brauche ich nicht mehr. Was wie viel KK haben meine Leute? 62. Ist okay. Ich überlege gerade, ob ich mir den Turm holen soll. Aber eigentlich brauche ich auf meine Türme von dem gar keinen. Ja, hier unten hat er auch schon eingesetzt. Und das bringt mir auch nichts, wenn ich den Turm mit mir kralle. Fuck, ich muss eine Anlegestelle festlegen. Scheiße, deswegen passiert ja nichts. Ach, Frotz, warum machen die das denn nicht? Warum bringen die das denn oder sind das zu viele? Ey, jetzt bin ich gerade echt. Echt überfragt. Andere Spielstile zu analysieren scheint auch nicht meine Stärke zu sein. Wie viele Soldaten sind das hier? Knapp 40. Ja, ne, die 40, die sind ja 40. Reicht das denn? Und dafür kann ich die Pioniere natürlich hier gut einsetzen, um eine Verbindung zu schaffen, damit ich an das Zeug rankomme. Aber die haben eine stärkere KK mittlerweile, ja, 65 immerhin. Wie geht das auf den Keks, dass die da nichts hinbringen? Ist da kein Platz oder was? Der Trick war nämlich eigentlich, ich setze da eine Anlegestelle, sorgt dafür, dass da eben Steine hingebracht werden. Und wenn die dann da sind, dann gehe ich mit dem Priester dahin und knall da ein Wunder drauf. Gedacht, das sieht ja gar nicht. Ich will dich nämlich jetzt eigentlich unbedingt noch mal machen, bevor ich hier jetzt weitergehe. So, Steine unendlich. Anlegestelle gesetzt. Habe ich irgendeinen Denkfehler drin oder was? Bewegt sich immer noch keiner, oder? Jetzt gibt's auch endlich ordentlich. Ordentlich Eisenerz. Das bedeutet, dass hier müssen ein paar mehr Soldaten sein, oder? Ja, sind's auch. Er hat mein Gebiet eingegrenzt hier. Wobei das ein gutes Recht ist, weil ich das ja nicht abgesichert habe.
So. Oh, ich brauche ich nicht mehr. Ihr seid nutzlos! Werf sie weg. Nein, das wäre gemein. Aber die benötige ich nicht mehr. Ach Gott. So, die Einheiten bewegen sich hier runter. Das funktioniert irgendwie immer noch nicht. Muss ich eine Werft bauen, damit die das machen? Ich brauche nochmal eine Werft. Kann ich das nicht auch mit einem Marktplatz machen? Da brauche ich wahrscheinlich Esel. Warum hat denn das bei dem funktioniert? Bei mir geht das nicht. Was für einen Fehler habe ich denn? Wo ist die scheiß Werft, verdammte Axt? Ey, ich krieg's Kotzen. Ich finde die Kackwerft nicht. Da. Gott, ey, wenn das halt so nicht läuft, dann muss ich eben noch eine Eisenschmelze bauen. Das ist auch zu spät, aber okay, mir ist ja nicht scheißegal. Ich fuck das ab, ich habe mir das so schön abgeguckt und dachte, oh, das ist bestimmt, das ist eine super geile Idee. Das kannst du doch bestimmt so machen und jetzt geht das nicht. Ist doch scheiße. Echt, ey. Wenn ich zumindest mal ein bisschen was wieder an Eisen kriege, mach ich jetzt hier mal hin. Also das ist mal ein Stack, dann geht's mal ein bisschen was. Das war jetzt gewastet gewesen, aber ich habe eh zu viel von dem Zeug. Also. So, Einheiten sind da. Den hier unten ist alles scheißegal scheinbar. Na gut, die sind zu weit weg, um irgendwas zu machen. Ich bezweifle auch gerade sehr stark, dass der Gegner überhaupt gegnerisch also überhaupt was hat, um mir entgegenzutreten. Ja, Speere brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Also, Speere sind eigentlich dafür gut im Feld, wenn man Bogenschützen gegen mehrere andere Einheiten kämpfen lässt. Weil die Speerträger. Oh, generell hat er aber. Oh, fuck, der. Also Einheiten. Weil Speerträger die größten Leben haben, die meisten Leben. Alter, was machst du? Ey, lass diesen scheiß Geologen zufrieden. Alter, ich krieg's Kotzen. Die sollen diese bekackten Geologen zufrieden lassen. Immer rennen die dahin, ey. So eine Scheiße. So Vollidioten. Er hat zwar Level 3 Soldaten, aber scheinbar nicht viele. Es war bis jetzt ein grottiges Spiel von mir, ganz ehrlich. Richtig scheiße gebaut. Bin nicht begeistert. Meine Türme sind zwar immer noch sehr viel schöner wie dem seine, aber trotzdem. Wie der Turm kann nicht abgerissen werden. Oh fuck, da kommen ja Gegner. Da kommen noch mehr Gegner. Aber die wollen immer nur zu dem Turm. Der setzt seine Soldaten falsch ein. Er versucht nämlich mit den Soldaten immer zu den Türmen zu laufen. Und da ich meine, also zu den eben eroberten Türmen. Und da meine Soldaten da direkt im Wege stehen. Kommt der da nicht an. Und erst, die fangen erst an zu kämpfen, wenn sie da sind. Deswegen ist der, habe ich wahrscheinlich auch kaum Soldaten verloren gerade eben. Dann macht's immer noch nicht. Muss ich erst ein Handelsschiff bauen? Okay,
das will ich jetzt eigentlich noch rausfinden, was ich da falsch gemacht habe. Also er hat mir zumindest mal einen Kampf geliefert. Also das Gelaber vom Opfer war nicht richtig. Zumal der Kampf hätte besser sein können. Er hat sich in seinen Einheiten ziemlich verheizt an sich. Aber gut, das ist nur eine KI. Gefährlich wurde es jetzt nicht für mich, bin ich der Meinung. Wobei, wenn er das geschickter gemacht hätte, mich schon beim Grenzübergang angegriffen hätte, dann hätte das auch schon anders ausgehen. Wenn ich ihn vorher angegriffen hätte, ihn aufgeschreckt hätte, wäre das wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgegangen. Hier sind nochmal ein paar Soldaten. Ja, er hat einen großen Turm da. Da ist auch die Kaserne. Oh. Warum stehen die hier? Bekackten Diebe wieder gefunden oder was? Das will ich jetzt wirklich eigentlich nochmal rausfinden. Haben die hier alles hingebracht? Ja. Wenn das Handelsschiff fertig ist, das will ich jetzt mal sehen, weil. Oder muss ich einfach nur ein Ziel setzen? Kurz gucken. Ich werde gleich sehen, was das war. Ich bezweifle stark, dass es mit dem Ziel setzen zu tun hat. Mal es sein könnte. Ah ja, die Tempel sind viel zu hässlich. Ey, was hast du, hässliche Tempel, Kollege? So, jetzt hau doch diesen bescheuerten Bogenschützen endlich zu Klump, ey. Braucht doch kein Mensch. Ich könnte ihm nochmal auf den Sack gehen, einfach mal aus Spaß und der Freude. Es war das Ziel, ich krieg's Kotzen! Alles weg. Witzig. Es war das bekackte Ziel. Ich musste nur ein scheiß Ziel festlegen. Dann ist... Oh Mann! Scheiße! Oh, das gibt's doch nicht. Ich komme vor wie ein richtig jämmerlicher Anfänger, ganz ehrlich. So, um meinen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren, greife ich den drüben auch nochmal an. Ich habe hier unten ja noch ein paar Tempel stehen. Auch wenn sie nicht so schön sind. Die reise ich jetzt nicht ab, falls er mich zurückschlägt hier oben. Mal sehen, ob ich überhaupt noch dazu komme, den Angreifen zu greifen. Meine Soldaten hier unten sind ziemlich fix unterwegs. Na, da hat einer schon angefangen. Du Penner hast ohne mich angefangen! Ah, er hat schon einiges am Start. Er kommt vieliges. Oh, er hat hier sogar noch einen großen Turm. Hat der sich mit dem Gelben geprügelt? Ich dachte, die sind verbündet. Ey, guck dir den Turm an, der hat sich geprügelt. Das ist nicht dem sein, den Turm hat er nicht gebaut. Also wenn die so eingerahmt sind, dann ist ja ganz klar, ist ja im gegnerischen Gebiet. Das könnte einer der Gründe sein, warum die, warum der so wenige Soldaten hat, weil er sich geklopft hat mit dem. Haben sich gekeilt, haben die sich ja. Stimmt, natürlich, der kann ja keinen asiatischen Turm bauen. Zwei Türme von dem eingenommen. Ja, da gibt's da keinen asiatischen Turm bauen.
Du Hure! Was tust du meinem Bruder im Geiste an? Nein. Keine Ahnung, meine Volksvettern. Gut, das war's, ne? Ich will noch sehen, wie dem seine Kaserne hochgeht. Was haben wir heute gelernt? Zum Beispiel, dass man ein Ziel festlegen muss. Ja, ne, jetzt liegt hier nämlich total viel. Jetzt kann ich hier schön das Wunder setzen. Und hab 1, 2, 3, 4... 4 Stacks Eisen. Und deswegen, das war der Grund, warum ich hier 3 Waffenschmieden gesetzt habe. Eigentlich wollte ich noch eine vierte setzen. Nicht, weil ich gedacht habe, der Ausstoß hier wäre so groß, beziehungsweise dass der mittlerweile auch ziemlich groß ist, fast Dauerbetrieb sind. Aber der Grund dafür war, dass ich eben dieses Eisenwunder ab und an mal anwenden wollte und diesen Trick halt, also diesen Vorteil, den die Asiaten halt einfach dadurch bieten, ausnutzen wollte. Schöne Scheiße, hat jetzt nicht geklappt. Ich bin ein bisschen angepisst. Mann, ey, sowas Blödes. Das kann ja auch wieder nur ich machen. So, dem seine Kaserne ist kaputt, oder? Jo. Da liegen noch Waffen rum. Wir können jetzt noch weiter angreifen, aber dieses ist auch eine Katastrophe. Das muss ich auch mal sein lassen. Aber das war's jetzt trotzdem. Wir gehen jetzt nochmal in die Statistiken. Speichere das Ganze. Hier nochmal die Statistiken, aber ich will jetzt sogar direkt die nächste Mission aufnehmen, deswegen gehen wir hier nicht nochmal rein. Dann gucken wir mal. Mhm. Ja, 3400 Punkte nur nach einer guten Stunde, die ich gespielt habe. Gut, mehr Gebäude, mehr Essen, mehr Minen, mehr Gold. Der zweite Computerspieler hat am meisten Mana gehabt. Das war wahrscheinlich der Asiate, weil der ja Level 3 Soldaten hatte. Meisten Soldaten, meisten Kämpfe. Aber dass der hier Kämpfe hatte, der hat wahrscheinlich Kämpfe mit dem anderen gehabt. Bei 42 Soldaten hat der von mir nicht umgebracht. Kein Fall. Und der, weiß nicht, ob der 16 Soldaten von mir umgenickt hat, kann sein, ja. Oder? Das ist doch nicht in Relation zu mir, sondern in Relation zueinander, zu allen Gegensätzen, glaube ich. Keine Ahnung, egal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr reingeschaut habt. Hoffe, es hat euch unterhalten. Über einen Kommentar, Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, ist klar. Freue ich mich drüber wie Bolle. Und des Weiteren werde ich jetzt direkt im Anschluss noch die nächste Mission aufnehmen. Die wird hoffentlich sehr schnell verlaufen, sehr viel kürzer. Da habe ich nämlich auch was anderes vor. Auf jeden Fall war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Beeindruckend, Chiyu. Deine Feinde werden sicher erzittern beim bloßen Gedanken an so einen Feuerzauber. Du bist nur neidisch. Machst du erstmal nach. Naja, ganz nett, aber eigentlich keine Qualität.